Tag Leute, ich wollte fragen, ich will gar nichts fragen. Ich gehe nochmal runter. Tag Leute, ich wollte euch zeigen, wie man Smalltalk betreibt. Viele haben das Problem, dass wenn sie aufeinandertreffen, dass Stille entsteht. Das wollen wir alle nicht. Bevor Stille entsteht, kickst lieber jemand ins Schienbein. Ich zeige euch einen Tritt. Nehmt mal an, ihr kommt hin und stellt euch vor. Tag, da ist der Pörzi. Dann sagt der Gegenüber, Tag, da ist der Sebastian. Dann ist erstmal Funkstelle. Haben wir mal alles geklärt. Aber das wollen wir ja nicht. Dann ist die nächste Frage. Hast du eine Freundin, Sebastian? Dann ist die Antwort von ihm, ja. Dann du wieder. Bist du zufrieden, Sebastian? Er wahrscheinlich ja. Gegenfrage. Bist du zufrieden, Pörzi? Und dann packst du aus. Die Sabrina hat mich heute Morgen geweckt. Ich bin halb ausgerastet. Die Sabrina hat gepennt und die Sabenta auch noch ziemlich lang an der Früh. Und dann fragst du mich, Sebastian, ob ich zufrieden bin, du kleines Sackgesicht. Nur weil du glücklich bist mit deiner Freundin. Junge, ich rat's dir. Bist du hier auf dem Geburtstag ganz normal eingeladen worden oder? Ach ja, hast du eine Einladung gekriegt und hast nicht über den zweiten mitbekommen. Dann wünsche ich dir das Allerbeste, Sebastian. Du kleine Sackratte, wenn du ein Problem hast, können wir auch rausgehen und das klären. Nur weil du jetzt einen Golf 3 fährst und ziemlich erfolgreich bist, komm mir bloß nicht so nahe, sonst zerramme ich dir meinen Krückstock in den. Und dann fährst du runter und sagst ihm, Sebastian, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Ich selber bin ziemlich ausgeglichen und wenn du jetzt weiter so laberst, kriegst du schon aufs Maul.